Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute zeige ich euch meine Multiflora Orchideen Soft Cloud. Und zwar sind das Orchideen, die mit weißen Blüten blühen, mit vielen Rispen. Die sieht man oft in den Baumärkten und Supermärkten. Hat sich als sehr robuste und empfehlenswerte Orchidee herausgestellt. Ich hatte erst mal diese gehabt und damals habe ich gar nicht darauf geachtet, dass die, zeig das mal hier, dass die hier aus dem Herzen geblüht hat. Habe die gekauft und erst später gesehen, die blüht aus dem Herzen. Und früher habe ich gedacht, das ist der Tod der Orchidee. Und habe gedacht, naja gut, war halt ein Fehlkauf und nach dem Verblühen stirbt sie mir und fertig. Aber nein, das ist ein Trugschluss, also dass wenn die Orchideen, jetzt auch mal andere Orchideen, nicht nur diese hier, wenn die aus dem Herz hier Blüten treiben, heißt es noch lange nicht, dass die danach sterben. Denn die meisten machen Kinder aus dem Stamm, so wie hier diese. Das ist hier jetzt das Kindel von ihr, was sie nach dem Verblühen gemacht hat. Und nichtsdestotrotz hat sie trotzdem noch weitere Blüten, hier Blütentriebe rausgeschoben. Da unten hat sie noch ein anderes Kindel. Aber das ist irgendwie komisch, da wächst aus dem Blatt auch ein Blütentrieb. Aber mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Ja, auf jeden Fall, hier schiebt sie sogar ein, das ist jetzt dann schon der vierte Blütentrieb aus der Mitte. Und braucht man nicht denken, dass die nach dem einen sofort eingehen. Vielleicht ist es auch bei dieser nur, dass sie jetzt so viel hat, aber auf jeden Fall, wenn die normalen Orchideen nur ein Blütentrieb haben, machen sie in der Regel noch ein paar Kindel am Stamm. Da sieht man, das Kindel wächst aus der Achse, Blattachse. Und mal sehen, sogar auch am Blühen. Also das Kindel hat auch einen Blütentrieb gemacht. Da sieht man das. Auf jeden Fall bin ich von dieser Orchidee ziemlich begeistert, so dass ich mir eine weitere gekauft habe. Die hat natürlich keinen Blütentrieb aus der Mitte. Aber die hat auch ein Kindel gekriegt. Da unten sieht man das. Oh, das Kindel hat auch schon Würzelchen. Links sieht man das auch. Und ja, ganz toll. Wird vielleicht so ein kleiner Busch, so buschig wachsende Orchidee, finde ich auch nett. Und diese ist gerade verblüht, also vor ein paar Wochen ist sie verblüht und die fängt da oben Blütentriebe an zu trocknen. Die lasse ich auch so lange, bis sie nicht gelb sind und trocken. Und vielleicht treibt sie mir hier noch aus diesen schlafenden Knospen aus, hier und oder auch nicht, vielleicht auch aus dem Stamm. Hier hat sie eine tolle Wurzel gebildet, da unten. Und diese Orchideen kultiviere ich verschieden. Die hier wächst im Sphagnummoos. Hier sieht man die wunderschöne Wurzelentwicklung. Da wachsen die Wurzeln schön im Moos rein. So hier. Und wie unten am Glasboden. Ja. Auf jeden Fall wachsen die Orchideen in verschiedenen Systemen. Die hier wächst in Wasserkultur. Jetzt ist der Behälter natürlich leer, habe ich gar nicht gemerkt. Aber
paar Tage hält es auch mal ohne Wasser, das macht jetzt nicht, aber das werde ich jetzt wieder nachfüllen. Und die hier ist älter, die habe ich schon 2 Jahre oder anderthalb. Und die ist gerade vor ein paar Monaten hier eingezogen, aber macht sich auch prächtig. Sieht vital aus, auch im Moos. Und diese ist in Wasserkultur und kann man auch nicht verachten. Schiebt halt schon ihren vierten Blütentrieb aus dem Herz und Kindel. Und sehr empfehlenswerte Sorte, die Soft Claude Orchidee. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.